Hallo liebe Dämpfergemeinde, wie ich schon angekündigt habe, heute geht es um Captain America, Iron Man, das volle Programm. Ihr seht von Eggestone, da gibt es noch so einige schicke Verdampfer, Akkuträger. Die müssen wir uns alle mal so ein bisschen zu Gemüte führen, aber ich denke mal, sage ich mal, die sehen so gesehen nicht schlecht aus. So, um den entweder Iron Man oder Captain America zu gewinnen, müsst ihr abonnieren, Video teilen, Hashtag Helden in die Kommentare. Des Weiteren sei gesagt, das Gewinnspiel ist kostenlos. Wer die Einheit gewinnen sollte, das Kit, der möge mir dann 5 Euro überweisen für den Transport. Wem das nicht gefällt, ich werde da nicht drüber diskutieren, wem das nicht gefällt, möge nicht am Gewinnspiel ran teilnehmen. Ich habe die Einheit bezahlt, das Kit bezahlt und ich muss jetzt nie noch für den Transport, sage ich mal, 5 Euro bezahlen und jeder weiß, sage ich mal, was die Deutsche Post, ich denke mal, ich werde mit Hermes verschicken, wie dem auch sei. Diese 5 Euro, sage ich mal, die müsst ihr dann eben bezahlen, wenn ihr gewinnt. Also abonnieren, Video teilen, Hashtag Helden gewinnen und dann mir bitte 5 Euro überweisen. Das klären wir dann in einer separaten E-Mail. Derjenige möge sich dann bitte bei mir melden. Des Weiteren, das nächste Video, der Kelpie RTA von Vaping with Vip, also Dampfen mit Vic. Der hat einen mit intrigiert, einen Verdampfer rausgebracht. Den habe ich hier, den schauen wir uns als nächstes an. Der ist heute gekommen, den werde ich als nächstes vorstellen. Also auch da, abonnieren, nichts verpassen, die Glocke ist wichtig, Freunde, sage ich mal, denn seht ihr sofort, der Ambrose hat wieder Scheiße gebaut, der hat jetzt wieder ein Video hochgeschossen und das gucken wir uns erstmal an, damit ihr erstmal klar seid. So, ich würde sagen, ab auf den Tisch, lass uns Iron Man, achso, ich nehme extra den Iron Man, weil ihr schon seht, sag ich mal, oben der Verdampfer hat einen roten Kopf, der von Captain America hat einen schwarzen Kopf und der rote Kopf, der passt vielleicht nachher nicht bei Captain America so richtig so drauf, nicht von der Größe, sondern vom Aussehen. Deswegen werde ich den Iron Man auseinanderpflücken, euch vorstellen, wenn ihr aber gewinnen wollt, lieber und sagt, ich hätte aber lieber den Iron Man, ist das kein Problem, sagt mal, dann habt ihr die Einheit, bekommt ihr vom Iron Man und dem Verdampferkopf natürlich von Captain America, der schwarze wird auf jeden Fall drauf aussehen. Also da werden wir auch in der E-Mail, werden wir damit klarkommen. Ich möchte einen behalten, entweder Amerika oder eben Iron Man, das ist mir völlig egal. Ich werde ihn testen, ich werde ihn heute einmal probedampfen, auch wieder mit meinem Hund gehen und danach kommt er sogar in der Kiste rein, auch der Iron Man, um zu sehen, sage ich mal, wer dann gewonnen hat und dann sehen wir weiter, welchen derjenige haben möchte. So, und jetzt ab auf den Tisch, gucken, was Sache ist. Bis gleich. So, meine Lieben, als ich die Packung bekommen habe, da dachte ich mir als allererstes, das ist ein Computerspiel. Da habe ich das erstmal an die Seite gestellt. Weil ich auch beide gleichzeitig bestellt hatte. Und eine Woche später kam natürlich die andere Packung auch noch. Und da kam ich, wo ich so ein bisschen stutze und dachte, hä, zweimal dasselbe Computerspiel oder so? Kann gar nicht sein, guck mal rein. Und ja gut, dann war es halt so, sag ich mal, dass hier schon der Iron Man drin war. Die Verpackung war sowieso ein bisschen leicht angewitscht, das hatte mich echt angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ich hole mal was. Und dann tat sich da sowas auf, so eine Hardbox. Butterbrotsdose und da war ich doch ein bisschen erstaunt drüber. Ja? Muss ich schon sagen, da war ich ein bisschen erstaunt drüber, dass man das so im Prinzip in so einer Box hat. So. Verkehrt. So. Und so erscheint es dann. Was wir hier drin haben, weiß ich nicht. Gucke ich nachher rein. Hier ist ein USB und auf Mini-USB werden wir nicht benötigen. Das ist interessant. Der ist auch interessant. Ich packe hier einmal alles raus. Ich habe hier den Iron Man, habe ich mich zu entschlossen, euch vorzustellen, aus dem einfachen Grunde.
der Iron Man hat eben auch diesen roten, hier diesen roten Verdampfer. Der schwarze, wenn man nachher, also ihr könnt euch aussuchen, sagen, ob ihr einen Iron Man haben möchtet oder eben auch Captain America, ich hole den gleich einmal raus, wie er dann aussieht. Das ist mir egal. Aber der schwarze, weil Captain America hat einen schwarzen Verdampfer drauf und der schwarze passt auch auf den Iron Man drauf. Wogegen der rote wird vielleicht nicht auf den blauen so drauf aufpassen, drauf aussehen. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen, sage ich, meinen Iron Man anzudampfen, um zu sagen, wie er schmeckt, wie er gewickelt wird und damit ich denjenigen auch nicht da alleine lasse mit den Sachen, die er da gewinnt. So, jetzt müssen wir einen technischen Plan machen. Der technische Plan ist, ich würde sagen, wir machen erst den Verdampfer und dann gucken wir uns den Akkuträger an. Weil dann kann die Batterie schon vollsaugen damit in der Zeit, wo ich dann den Akkuträger erkläre und dann können wir auch sofort probedampfen. So, Akkuträger tue ich erstmal an der Seite. Hier haben wir nochmal eine kleine Gebrauchsanweisung, was es alles gibt. Die Gebrauchsanweisung ist leider nur in Englisch. Okay, wenn das Gerät vielleicht in Deutschland auf dem Markt ist, kann es sein, dass da natürlich auch noch eine deutsche Anleitung dabei ist. So, hier wollen wir mal reingucken. Ich denke mal, so wie ich das fühle, sind hier irgendwelche Coil drin. Gucken wir einmal rein. Wir sind ja immer neugierig. Auf jeden Fall springt mir schon ein Stück Watte entgegen. Und in der Stück Watte sitzt eine Coil. Jawohl. Ist da noch ein Tucken drin? Nein, aber man muss jetzt schon mal wieder sagen, das Gerät ist im Prinzip sofort einsatzbereit. Das ist schon mal sehr schön, das gefällt mir. Hier haben wir noch ein kleines Tool, einen Schlitzschraubenzieher, ein paar Reservedichtungen und auch zwei Schrauben als Reserve. Ja. Das ist die Airflow, das ist das. Hier ist zum Einfüllen. Okay, ich hole mir mal ein Zeigerchen. Dann fange ich eigentlich untypisch. Ne, wir fangen von oben an. Hier oben haben wir ein 810er Drip-Tip. Ich bin ein bisschen jetzt weit weg, ne, weil ich eben gerade zur Packung da zeigen wollte. Machen wir immer ein bisschen näher für euch auch. So. 810er Drip-Tip ist ein bisschen geriffelt, muss man sehen, sag mal, wie es sich im Mund anfühlt. Sonst können wir auch ein anderes drauf machen, aufgrund, weil hier sitzt die Gummidichtung einmal drin, im Runde. Im Runde sitzt die. Ich weiß nicht, so ist es egal. So haben wir die Sonne geholt. Wie gesagt, das Drip-Tip einmal angeraut hier und innen drin sitzt die Gummidichtung. Hier oben ist das auch noch zum Packen. Ist nicht so tief eingestanzt. Aber ist okay, aufgrund wegen unserer Airflow. Ja? Können wir auf beiden Seiten einmal aufmachen. Können wir wahrscheinlich aber auch, müssen wir gleich mal gucken. So ist auf. Und was wir hier Viertel auf haben, haben wir da auch ein Viertel auf. Ja? Die hat keinen Anschlag oder sonstiges. Wir können immer nur komplett ins Runde drehen. Soweit ist das auch in Ordnung. Des Weiteren können wir dieses Gerät, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, einmal als RDA benutzen, RDTA, das ist hier mit dieser Kammer, damit es ein bisschen Liquid drin ist. Wir können aber auch, glaube ich, komplett als, so gesehen, als Tröpfler benutzen, wenn wir das gerne möchten. Dann haben wir eben keinen. Hier haben wir eben mit Glas und hier nehmen wir eben als Tröpfler, wenn man das eben als Tröpfler nehmen möchte. Also hier hätten wir noch eine kleine Liquidkammer, ich denke mal 2 Milliliter oder so passt da rein, nicht allzu viel, aber eine kleine Liquidkammer könnten wir so nehmen. Wir haben hier keinen Skonker-Pin, es wäre ein reiner Tröpfler, ja, ein reiner Tröpfler oder eben zum Einfüllen, das wäre hier. Über unseren Liquid-Kanal,
dass wir dann so 2 Milliliter, ich gucke es genau nach, kann auch sein, dass 3 Milliliter reinpassen. Ja? Da ich nicht der Tröpfler-Fan bin, werde ich den hier wieder schön draufschrauben. Unten drunter steht Engelstone 3837 CE, Mülltonne, Hela 2, Hela 1, der war auch sehr gut, der ist an ganz vielen ist der vorbeigegangen. Aber der Hela 1, ich habe ihn hier getestet von einem Kumpel, das ist mehr oder weniger ein MTL, ist das mit einer Einheit. Kann man nichts mit der verkehrt machen. Und Hela 2 haben wir jetzt eben im Prinzip hier auf dem Tisch. So. Die Koi, die werden wir nachher hier verbauen. So ist das. Es wird nur eine Single Koi sein, auch wenn hier 4 Löcher sind. Hier machen wir auf, da machen wir auf. Das bedeutet, sage ich mal, hier mal eine Schlitzschraube und andere Seite auch eine Schlitzschraube. Dann lassen wir den reinfallen, unsere Koi. Schrauben wieder zusammen, sagen wir, die Watte wird hier rechts in die Kammer reingelegt und links in die Kammer. Diese beiden Kammern sollten geschlossen sein. Also hier kommt keine kleine Coil rein, die ist schon etwas größer. Ich sehe auch hier schon, das ist bestimmt eine 3,5 mm Durchmesser. Und mit Watte, sage ich mal, das weiß ich nicht mehr, hier und rechts und links hier dicht bekommen. Ich muss sagen, sage ich mal, die Watte ist noch eine Keule. Dann können wir den auch Duo verlegen. Also entweder eine große in der Mitte oder eben rechts und links zwei Keule. Weil das hier ist Plus, das ist das Minus. Legen wir hier eine hin, legen wir da eine hin. Bauen wir eben Doppelwopper. Bin ich zwar nicht so doll für, aber wir machen hier einen Doppelwopper. Es sind zwei Keule dabei, dann soll er auch so, wie der Hersteller gerne möchte, können wir auch das sind so verlegen. Selbstverständlich. Hier haben wir noch die beiden, die drei Airflow-Löcher. Das bedeutet nachher, sage ich mal, wenn wir hier unser Moped hier haben. Also das Rot, das gefällt mir sehr gut. So eine Autofarbe hatte ich mal, so ein Rot. Also mit diesen Nippelchen zum Auffüllen, da müsst ihr aufpassen, ob ich den jetzt mal weiter reindrücken kann. Mal so ein bisschen gucken, dass jetzt ein bisschen rausgegangen ist oder so. Aus einem einfachen Grunde, wenn ihr euer Hütchen darüber machen wollt, hier ist eine kleine Einkerbung, hier ist auch eine kleine Einkerbung, damit es auch wirklich passt mit der Airflow, das ist ja soweit in Ordnung, dass ihr das Hütchen, die Gummidichtung nicht kaputt macht. Ich denke mal, hier ist auch ein bisschen Liquid, wäre hier bestimmt nicht schlecht. Ja. Müssen wir gleich mal einen Tropfen Liquid dran machen. Sonst bekommen wir hier wahrscheinlich Probleme. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen schlecht gelöst. Der ist ein bisschen zu groß. Ja, gut, wenn ich ihn jetzt so reindrücke. Muss ich mir gleich mal ein bisschen besser angucken, sag ich mal. Aber das ist jetzt nicht so hundertprozentig gelöst, das gefällt mir nicht so gut. Ich würde sagen, sag ich mal, wir bereiten vor zum Wickeln und ich gucke mir das mal in Ruhe ein bisschen besser an. Bis gleich. So, Freunde, ja, also ich habe da fast jetzt eine ganze halbe Stunde reingesessen. Nicht, weil ich zu blöd war, sag ich mal, die beiden Keulen reinzusetzen, also reinzufahren und festzuschrauben. Nur ich hatte nachher keinen richtigen Kontakt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, du bist doch nicht zu blöd dazu. Wie es mir nachher aufgefallen ist, diesen hier schraubt man los, ist ja klar. Und dieser Goldpin, der ein bisschen verstellbar ist, ich hoffe, man kann es sehen, der guckte nicht raus. Also der war ganz fest reingeschraubt. Wenn ich den natürlich jetzt da drauf gemacht habe, hatte er hier hinten mit diesem Goldplatte, der noch reingepresst ist, keinen Kontakt. Somit hatte er natürlich auch keinen Kontakt auf meine Wickelkunden. So, und er hat immer gesagt, ich habe keine Keule drin. Das gibt es da nicht. Also den, wenn es so ist, ein bisschen rausdrehen, wenn man wieder hier, ich hoffe, das reicht. Sonst muss er noch ein bisschen weiter raus. Also wer das Gerät gewinnen sollte oder eben sich käuflich erwerben könnte, falls er keinen Kontakt bekommt mit dem Koi, da bitte einmal drauf achten,
Da muss der Nippelsche, der Gold Pluspol. So, jetzt haben wir auch 014. Jetzt haben wir hier Kontakt. 012. Die Coil, die dabei waren, ich hatte sie auch eingebaut. Und dann dachte ich, vielleicht sind die fehlerhaft oder irgendein Scheiß. Wie gesagt, ich war echt am Verzweifeln. Deswegen habe ich jetzt zwei Coil von mir genommen. Und müssen wir die noch ein bisschen ausrichten. Aber ich bin schon mal froh und glücklich. Das war. So. Wollen wir mal gucken, ob wir die hier ein bisschen zum Starten bekommen. Ich hätte gerne die Coil genommen, die wir dabei gehabt hätten, aber na gut. Ja. Gut genug für mich, wir wollen es jetzt mal hier nicht übertreiben. Das Ding ist derbe heiß und ich habe mir jetzt einen Kaffee verdient. Und dann wickeln wir den fertig. Bis gleich. So, meine Lieben, einmal kurz die Watte reinschürbeln. Kalt ist er jetzt. Das ist Kaffee übertrunken. Bin auch wieder ruhiger geworden. Er ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn da irgendwo. Erstmal zweifelt man ja immer. Zumindest ist es bei mir so. Ich zweifle immer selber an mir erstmal. Dass ich irgendwo erstmal Mist gebaut habe. Und wenn ich das komplett ausschließen kann, dann gucke ich erstmal, was die anderen für Dummheit gemacht haben. Vielleicht sollte ich manchmal erstmal bei anderen gucken, wie dem auch soll. Einmal hier. Vorne schon gerade. Oh, zu dieser Schere kann man auch du sagen. Mein Mutter Schleifstein halten. So, ein bisschen ausfransen, nichts Wildes. Hier auch. Da auch, dann nochmal Form schön. Einmal Form schön. Schneiden, wie noch im Bild. So, dann verlege ich das wieder, wie gehabt, von unten. Mittig oben. Einen schönen Baller habe. Wie noch im Bild? Nee. Bin ich jetzt im Bild? Ich hoffe. Machen wir andere Seite nochmal genauso. Genauso. Andere Seite kann ich immer. Von unten wieder. So. Von unten wieder ganz leicht. Seht ihr das? Wenn das hier fluppt. So, dann haben wir hier einen schönen Baller. Rechts und links. Ich habe hier, die letzte Mal auch schon, ne? Erdbeer, Eis. Und wenn man sieht, soll man auch so viel drin. Also ich dampfe das wirklich. Aber ich muss sagen, sag ich mal, ich habe es nicht geschenkt bekommen, sonst ist auch alles käuflich, ordnungsgemäß. Erworben. So, hier richtig schön nass machen. Und dann kann man hier schon was in diesen Nippelchen einfüllen. Das funktioniert sehr gut. Ja, trotzdem funktioniert es sehr gut. Problem, denke ich mal, ist hier wirklich, wenn man so eine, ja, diese Gorilla-Pullen, diese hier, die werden auch noch funktionieren. Aber mit Pimpette gibt es ja immer noch was hier. Was haben wir hier? So ein Dinner Lady. Ich denke mal, da ist ein bisschen schlecht. Wird wahrscheinlich auch gehen, aber trotzdem ist das ein bisschen schlecht. So ist es mal ein bisschen schlecht gelöst. Da gibt es andere Methoden.
Aber nun gut, das machen wir nachher zum Schluss zum Fazit. Ich nehme hier gerade ein bisschen was weg, Liquid, und schmiere das hier auf meine Dichtung. Damit ich jetzt das Hütchen ordnungsmäßig drauf machen kann. Ich würde sagen, sag mal, wir treffen uns oben, dampfen einmal an, und ich muss jetzt sowieso mit dem Hund, der hat schon die Beine übereinander geschlagen, weil es ja alles ein bisschen länger dauert. Und dann machen wir das große Fazit. Bis gleich. Ende. Ja, wir haben noch den Akkuträger. So, den Akkuträger. Er liegt richtig geil in der Hand. Das muss ich mir jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das so eine Silikonschicht oder sowas ist. Also richtig. Sei also so, dass er nicht runterrutschen würde oder so. Also der liegt schon richtig toll in der Hand. Das ist mir als erstes aufgefallen. Das zweite ist, was mir wirklich gut aufgefallen ist, sag ich mal, jeder Knopf, man hört richtig Glock, Glock. Ja, also dann merkt man, es passiert was. Das finde ich immer sehr gut. Hier haben wir die Austrittslöcher, falls die Batterie mal entgasen sollte, sag ich mal, die Batterie aufzumachen. Geht so, ich habe schon zwei Batterien drin. Wird nachher gehalten mit zwei Magnete. Unten und oben, man sieht sie zwar nicht, aber ihr habt sie selber gehört, die klappen da ordnungsgemäß rein. Sieht auch so stimmig trotzdem noch alles aus. Hier haben wir so kleine, ich weiß nicht, ob ihr das so, vielleicht von so, ne? Ja, so vielleicht. Hier so geribbelt. Also dass auch wirklich, sage ich mal, die Hände da so rein, also der liegt optimal in der Hand. Auch ich würde behaupten, meine patsche Hand ist schon ein bisschen zu groß dafür, dass wir auch so ein zierliche Frauen, dann würde er wahrscheinlich noch besser in der Hand liegen. Wiegen tut der Teil so gut wie nichts. Da ist mir auch erstmal positiv aufgefallen, als ich ihn rausgenommen hatte. Von daher sehr interessant. Richtig fest, griffig. So, wie hoch der Pin, wie groß der Pin ist, werde ich gleich mal einmal messen. Ist dieser hier gefedert? Ja, dieser hier, hört ihr schon richtig, der ist super gefedert. Das ist sehr gut, das mag ich. So, um das Gerät anzunehmen, also 1, 2, 3, 4, 5, System aus, 5 mal klicken, System an. Ich finde, wir haben hier ein äußerst scharfes Display. Wirklich äußerst scharf und richtig klar kräftig, nichts Buntes oder sowas, was alles viel mehr Batterie zieht. Ich habe hier leider nur zwei halbe Batterien, sag ich mal, die jetzt zwei halb starke, die so geladen sind. Es ist jetzt kein Verdampfer drauf, könnten wir jetzt schon mal drauf machen, den Iron Man Verdampfer. Wir reden ja hier rüber. Fragt er, neue Coil, alte Coil, neues Plus ist rechts, Plus ist rechts, Minus ist links. Feuertaster ist hier, der ist auch schön intrigiert, sage ich jetzt mal so. Also, dass er gar nicht mal so auffällt, dass er jetzt eine andere Farbe hat oder so. Finde ich so, also den Mod finde ich vom Aussehen her klasse. Griffig total. Hier unten haben wir noch den für USB, falls mal ein Upgrade kommt. Man kann natürlich darüber die Batterien laden. Freunde, lasst es bitte sein, kauft ein vernünftiges Ladegerät für Batterien und dann ist auch alles gut. So, in dieses Menü reinzukommen, es gibt zwei verschiedene Menüs. Zwei verschiedene Menüs, erzähl ich einen Scheiß. Wie war es jetzt? Minus und Feuer, glaube ich. Oder was? Plus und Feuer. Plus und Feuer. Haben wir hier Key Set, haben wir hier verschiedene. Da kann man so Einstellungen speichern. Fand ich schon nicht schlecht. Ich glaube, ich muss es wieder warten, bis er rausspringt. Irgendwie war das. Ja. Wenn ich beide gleichzeitig drücke, Plus, also Plus hier, Minus hier, gleichzeitig drücke und länger festhalte, komme ich oben in diesen in unserem Bereich, wo wir aussuchen können, was wir gerne hätten. Hier haben wir jetzt Nickel, hier haben wir SS, hier haben wir Titan. Hier haben wir Menü 1, Menü 2. Hier haben wir auf Bypass können wir machen und hier können wir noch die Stärke eingeben, wie wir überpowern möchten. Muss ich zwei festhalten? Ne, ich muss immer warten. Ich glaube, man muss immer warten. So, dann haben wir wieder unseren Watt-Modus. Also einen Puff-Counter habe ich nicht gefunden bei diesem Gerät. Hab das eben einmal durchgeschaltet, habe auch so in der Betriebsanleitung nichts gefunden, sowieso auf Englisch, und mein Englisch ist natürlich jetzt nicht so gravierend,
dass ich wirklich sagen kann, da ist was. Im Prinzip sehr simpel aufgebaut, aber das Gängigste, das Wichtigste, es ist vorhanden, es ist ein Bypass vorhanden, es ist Memory vorhanden, es ist Titan, Nickel, SS kann man einstellen, wer auf Temperatur dampfen möchte oder eben auf Wattzahl. Hochlaufen tut er recht schnell, wenn man Finger drauf lässt, in einer Schritten. Es ist aber auch so geregelt, wenn er auf 200 ist, 200 ist maximal, man kann jetzt nicht noch einmal draufdrücken wie bei anderen Geräten und würde anfangen wieder auf 1. Nein, und dann muss man wieder runtergehen, in welche Temperatur man gerne haben möchte. Ja, ich habe hier eine Dual-Core, ich fange hier gleich mal an, so mit 65 will ich sagen. Also wenn man ganz langsam geht, er in 0,1er Schritten, aber so ist angenehm. Da haben wir es hier. 65 fange ich an. Wir treffen uns oben und gucken, wie er schmeckt. Das ist das, was interessiert. Was mich interessiert, wie gesagt, hier oben kann man schon mal sehen, sage ich mal, jetzt habe ich ja drauf gebaut, wie ich den die Airflow, die drei Löcher, zwei Löcher, ein Loch, wie es genau mit oder eben auch geschlossen haben möchte. Nachdem er mich geärgert hat, finde ich ihn doch recht nice, auch hier so ansprechend drauf. Mal gucken, Freunde. Wir sehen uns oben. Bis gleich. So, meine Lieben, und zum Fazit, ein paar Mal angedampft habe ich. Ich wollte euch jetzt aber auch noch den, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Ich habe nur aus der Verpackung rausgenommen, sonst ist nichts passiert. Captain America einmal zeigen. Finde ich auch sehr hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was noch ist, hatte ich jetzt eben nicht so gesagt, diese Punkte innen drin für die Batterieaufhängung, die sind gut gefedert. Ja, also auch da haben sie alles richtig gemacht. Von daher ist recht schön. Wie gesagt, so sieht die Einheit komplett aus. Der Iron Man gefällt mir gut. Ich habe ja, wie gesagt, extra, sage ich mal, den roten Verdampfer genommen, weil der schwarze wird auch drauf passen. Wer den Iron Man haben möchte, soll dann auch sagen, ich möchte einen Iron Man haben, verschicke den Iron Man. Wer eben Captain America haben möchte, nimmt eben den Captain America. Auf jeden Fall ist das andere, der andere Verdampfer nicht angenuckelt von mir. Anführungsstriche. So, ich habe schon zweimal angedampft, die Bier ist hier bei 80, aber ich denke mal, das Display, das ist schon recht scharf. Das könnt ihr auch sehr gut sehen. Und dampfen kann er, kommt richtig satt rüber. Achso, was ich noch sagen wollte. Mit dem Drip-Tip da, was dabei war, kam ich nicht klar. Deswegen habe ich mir ein anderes Drip-Tip jetzt einmal drauf gemacht, ein 810, da klappt auch wunderbar. Aber das war nicht meine Welt. Dieses Geribbelte im Mund ist nicht schlecht, kann man auch mit dampfen, selbstverständlich, aber es war halt nicht meine Welt. Manche, die öfters verschiedene Verdampfer gehabt haben, die wissen schon manchmal ganz genau, man nimmt eins im Mund und sagt, das ist es halt nicht. Dual Coil, klar, dampfen kann er, 80 bin ich. Gehen wir hoch auf 85. Bei 85 merke ich schon, dass hier vorne an der Kappe ein bisschen warm wird, ein bisschen heiß wird, an der Lippen. Ja. Ja, 85 hat einen richtig bombigen Geschmack, richtig bombig, aber das wird mir zu heiß an der Lippen vorne. Irgendwann müssen wir noch ein längeres Drip-Tip haben, aber ich mache jetzt mal die Airflow auf ein Loch, mal gucken, was er dann, ob er am Pfeifen ist oder irgendwas. Ist ein bisschen lauter geworden. Vor allem der Geschmack ist Hammer, der Geschmack ist Bombe. Von daher kann man nichts verkehrt machen. Ich schnappe jetzt den Hund, Kasper mal durchs Feld und dann sehen wir so ein großes Fazit. Aber ich denke mal, der ist nicht verkehrt. Bis gleich. Hallo meine Lieben, so zum großen Endfazit vom Engelstone Heller 2 200 Watt RDA Kit. Die Wanne, ich habe da nichts drüber gefunden, aber ich denke mal, die wird ungefähr ca. 2 Milliliter
Liquid fassen können. Man kann Dual- und Single-Keimern wickeln. Beim Single macht er eine größere rein, eine größere Coil rein, weil ihr müsst ja auch die Batterie da ordnungsgemäß reinbekommen. Die Airflow, 3 Loch ohne Anschlag, ja, war so verstellbar. Die Maße mit 82 und eine Breite von 37,42 war wirklich total angenehm in der Hand. Auch für kleinere Hände sehr gut geeignet. Also da gibt es überhaupt nichts drüber zu meckern. Also das war schon super in Ordnung. Den Geschmack habe ich da mit 80 Punkte angegeben. Das ist eine Dual-Coil, hatte ich gewickelt. Ihr habt es gesehen. Und da muss auch 80, muss da wirklich standardmäßig an Geschmack bei rumkommen. Also alles, was da, naja, also der ist schon sehr gut bis bombig. Ist der Verdampfer. Wenn ihr einen Verdampfer so kaufen könnte, kann man bestimmt auch nichts für einen 10 oder so verkehrt machen. Also wäre schon so in Ordnung. Das Handling, ihr habt es gesehen, ah ne, ihr habt es nicht gesehen, aber die Coil, die fielen da so rein und so wie es normal ist. Das war eigentlich sehr gut zuzuschrauben. Kreuzschrauben hätten mir jetzt noch ein bisschen besser gefallen als schon Schlitz, aber mit Schlitz geht es eben auch. Das war so in Ordnung. Das Zubehör, ich konnte sofort starten. Es war Watte dabei, es war ein Coil dabei, 2 Stück. Das Werkzeug ist klar. Und 80 Punkte hat er auf jeden Fall verdient, schon alleine wegen dieser Butterbrotdose, die dabei ist. Wenn man irgendwo vielleicht mal irgendwas transportieren müsste, so kann man auch dafür dann natürlich auch gut verwenden. Diese Hartplastikbox ist als Gimmick sehr gut, finde ich das. Besser als wenn man einfach nur so eine Plastikpappe da irgendwie bekommt. Die Verarbeitung musste ich leider mit 50 Punkten leider angeben. Nicht, dass er im Prinzip schlecht verarbeitet ist. Der ist sogar sehr gut verarbeitet. Aber ich konnte nicht sofort starten aufgrund, weil dieser Pluspol war zu weit reingedreht. Mit der Möglichkeit, sag ich mal, mit der Wanne zusammen. Selbst ohne Wanne hätte ich ihn einfach nur als Tröpfler benutzt. Hatte die Einheit keinen Kontakt zum Akkuträger. Also war viel zu weit reingeschraubt. Und wer sich damit nicht auskennt, ein Anfänger, ich meine, für Wagen zu 99% bringt er das Gerät wieder in den Laden und sagt, funktioniert nicht. Ja, also ich war da auch wirklich fast eine halbe Stunde dran beschäftigt, weil ich erstmal zweifle ich immer selber an meine Dummheit. Deswegen hatte ich auch meine Coils nochmal reingebaut. Ich dachte, vielleicht ist damit ja irgendwas, was zwar unwahrscheinlich ist, aber ich hänge da wirklich in eine Kurve, bis ich irgendwann hinten, also unten runter die RDA-Wanne nochmal losgenommen habe und habe mir das nochmal genau angeguckt, wo ich dann gesehen habe, da ja gut, der Pluspol war wirklich zu weit drin, ich musste ihn weiter rausschrauben, erst dann hatte die Einheit nachher Kontakt. Und deswegen, sag ich mal, war die Verarbeitung, also da habt ihr Mist gebaut, Freunde, gibt es leider nur 50 Punkte. Dampf-Airflow war soweit in Ordnung, 80, kam gut was raus. Für eine Dual-Coil hätte man jetzt, ja, es war natürlich eine Geschmackscoil, hatte ich da reingebaut und keine Cloud-Chaser-Coil. Und war schon so in Ordnung. Die Lautstärke offen und halb, umso kleiner der geschossen wurde, umso lauter wurde es auch. Das habe ich auch draußen in der Öffentlichkeit gehört, recht gut. Und deswegen gibt es da nur 60 Punkte. Die Display-Schärfe, also bombig scharf, das Display. Wunderbar. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es in die Kamera rüberkommt. Muss ich mir gleich erst angucken. Aber so, sag ich mal, man macht es an und es war alles total sauber zu lesen. Die Displaygröße sind 0,96er Inch. Ich denke mal, das ist Standard. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, das ist einfach so Standard. Das habe ich schon so oft gelesen, dieses 0,96er Display. Und das ist dann Standard. Ich meine, es gibt auch 0,48er, das sind dann diese schmaleren, aber 0,96 ist irgendwo so ein Standard irgendwo und deswegen 80 Punkte. Die Displayfunktion für mich ausreichend. Andere Leute, die sagen, ich brauche einen Puff-Counter, ich muss das sehen jeden Tag, wie viel Puffs ich gemacht habe, ich muss das wieder auf Null stellen können, hält die Batterie so viel Puffs auch wirklich aus und sowas mag sein, denn ich will unbedingt einen Stil-Modus, den habe ich da auch nicht gefunden. Ja, gut, muss man eben was abziehen, eben gibt es eben nur 50 Punkte, aber im Großen und Ganzen, für mich ist das nicht wichtig. Ich muss die Puffs nicht sehen und ich muss auch keinen Stil-Modus sehen, aber für manche ist das eben wichtig, sage ich mal, so muss man auch reagieren, 50 Punkte. Negativ war natürlich für mich ganz klar, der Drip-Tip geht überhaupt nicht. Das ist viel zu nah an der Einheit dran und ich bin einer, ich ziehe gerne so dreimal. Das erste Mal ist sowieso immer recht kalt, beim zweiten Mal wird schon angenehm und beim dritten Mal war es dann aber wieder so heiß, dass ich es nicht am Munde meinen Puff komplett zu Ende ziehen konnte.
Und das war für mich so ein absolutes No-Go, was nicht geht. Da muss auf jeden Fall ein anderes Drip-Tip muss da drauf, ein bisschen höher. Da hat man richtig Spaß daran, an diesem Gerät. Das Auffüllen ist mit nicht allen möglich. Natürlich alles, was eine Spitze hat, funktioniert es. Ich habe es aber nachher hier versucht mit diesem Dinnerlaser, hier mit dieser Pipettenplatte. Das ist echt schon Mist, ist das. Das ist wirklich schon Mist, ist das, mit der Pipette da irgendwo was einzufüllen. Und diese Flaschen sind leider immer noch auf dem Markt von sämtlichen Herstellern. Und ja, wer will denn umschütten oder sonstiges? Von daher sage ich mal, das Auffüllsystem, das gefällt mir halt nicht. Und muss man irgendwas abziehen. Das sind eben 60 Punkte zusammen. Aber wie gesagt, der Hauptfaktor ist, sag ich mal, dass die Kiste so heiß wird vorne, dass ich da nicht meine Lippen drauf pressen kann. Das war eben der Hauptgrund. Somit haben wir zusammen ein komplettes Endfazit von 650. Das teilen wir durch die 11, sind 59,09. Im Anschluss möchte ich wirklich sagen, sage ich mal, ich glaube, das liegt bei 26 Euro, das Gerät. Schlacht mich. Ich meine, irgendwo bei 26 Euro. Und dafür ist das ein sehr, sehr gutes Kit. Wirklich ein sehr, sehr gutes Kit ist das. Damit kann man nichts verkehrt machen. Sagt man, der Geschmack ist top, wenn man das eben weiß. Hinten muss man den Pluspol ein bisschen weiter rausdrehen. Und man gönnt sich noch ein anderes Drip-Tip für 2, 3 Euro. Ja, man für 30 Euro, sage ich mal, ein super geiles Kit. Muss ich wirklich sagen, sage ich mal, auf Sub-Ohm-Basis. Geschmack ist nämlich, ist schon wirklich klasse. Er liegt wunderbar in der Hand, auch für kleinere Hände. Kann man eigentlich nichts dran setzen. Ich hatte eben noch die Hände gewaschen, als ich nach Hause gekommen bin, hatte nasse Hände, habe das Gerät trotzdem in die Hand genommen, also es war auch rutschfest und so. Und hinten der Batteriedeckel, der klappert nicht, was man sonst schon von vielen anderen Akkuträgern hört, die so mit Magnet gehalten werden, da klappert alles. Und von daher, Freunde, gewinnt es. Bedeutet für euch, sage ich mal, ihr müsst ein Abo machen, ihr müsst das Video teilen, Hashtag Helden eintippen und alles ist gut. Dann seid ihr in der Verlosung dabei. Die Verlosung wird am 1.6. wird die startklar gemacht von mir. Dann schieße ich wieder ein Video hoch und da ziehe ich auch den Gewinner. Des Weiteren sei es nochmal gesagt, für alle bitte zuhören. Wer am Gewinnen ist, also die Teilnahme ist kostenlos, aber wer am Gewinnen ist, möge mir dann auch 5 Euro überweisen für den Transport. Wer damit nicht einverstanden ist, möge bitte nicht am Gewinnspiel ran teilnehmen. Ich habe schon das Gerät bezahlt und dann muss ich nicht noch Transportkosten bezahlen. Und wenn man eben was gewonnen hat, automatisch gewonnen hat und zahlt dann 5 Euro und hat 26 Euro was gewonnen, sag ich mal, ist ja auch in Ordnung. Deswegen, weiteren habe ich mir noch vorgestellt, ich werde versuchen, jeden Monat ein Gewinnspiel jetzt zu machen. Solange ich es mir finanziell möglich ist. Anführungsstriche. Weil bis jetzt, ich habe noch von keinem irgendwie was gesponsert bekommen oder sonstiges. Wer mich gerne sponsern möchte und mal sagt, okay, das Video war ganz interessant, ich gebe da mal einen Euro oder irgendwas, dieses Geld, sollte sowas mal jemals passieren, werde ich in so ein Giveaway reinstecken. Wenn dann genug Geld bei rumkommt, werden wir auch am Ende des Monats vielleicht nicht ein Giveaway rausklöppeln, dann klippe ich vielleicht 2 oder 3 oder sowas raus. Ja, oder eben höherwertige Geräte. Aber irgendwo ist mein Budget bedeckt und wenn ich da ungefähr zwischen 20 bis 30 Euro einmal im Monat für euch was schenke, für eure Abonnierten, die meinen Kanal abonnieren, ich denke mal, das ist sehr fair. So gebe ich euch auch was wieder, solange ich es mir finanziell erlauben kann. Wollen wir es mal so ausdrücken. Des Weiteren nochmal darauf hinweisen, das nächste Video, Kelpi RTA von Vaping bis VIP. Bis Wick. So. Also, Dampfen mit Wick. In Deutsch, so geredet. Darum, Freunde, guckt euch an, der hat damit gewirkt, der hat damit gehandhabt. Abonnieren, nichts verpassen. Glocke aktivieren, dann seht ihr sofort, da ist er. Und den stelle ich als nächstes vor. In diesem Sinne, Freunde, denkt an das Giveaway. Die Kiste ist nicht schlecht. Macht was und ich wünsche euch allen viel Glück. Bis dahin, viel Spaß noch.